Aurum. Dein Impuls am Sonntag. Dass in diesen Tagen und Wochen alles irgendwie anders ist, hast du vermutlich schon oft genug gehört. An Ostern jedoch feiern wir, dass wirklich etwas anders ist. Dass das Ganze mit dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass Jesus durch seine Auferstehung eine Grenze durchbricht. Mein Fitnesstrainer sagt manchmal, Grenzen sind völlig okay und Scheitern ist auch in Ordnung. Wenn du merkst, bei Aufbringung aller Kräfte komme ich bis hierhin, aber nicht eine einzige Wiederholung weiter, dann weißt du, wo du beim nächsten Mal ansetzen kannst. Wer nicht trainiert, der degeneriert. Wer sich gehen lässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er irgendwann nicht mehr gehen kann. Wir haben eine Menge in der Hand. Wenn ich den ganzen Tag vor dem Fernseher sitze und ein Leberwurstbrot nach dem anderen in mich hineinschaufle, bin ich irgendwann nach 50 Metern aus der Puste. Wenn ich nie etwas Anständiges lese, was mich herausfordert und so zum Nachdenken bringt, dass mein Kopf raucht, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mein denkerischer Horizont kleiner und kleiner wird. Jesus akzeptiert keine Grenze. Er geht bis an die Grenze des Lebens, er geht in den Tod hinein und durchbricht damit die Grenze, die wiederum vom Tod zum Leben führt. Jesus ist da maximal erfolgreich. Er hat das absolute Trainingsziel erreicht, indem er für sich das ewige Leben errungen hat. Für sich und auch für dich und für mich und für alle, die getauft sind, auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu. Wir haben schon mit ihm gewonnen. Und jetzt heißt es, in diesem Glauben, in dieser Liebe und in dieser Hoffnung fit zu bleiben und weitere Erfolge zu machen, indem wir unser Herz und unseren Geist, unseren Verstand und unsere Hoffnung durch Ostern weiten lassen, dass wir mit Christus Grenzen überwinden und zum Leben kommen. In diesem Sinne, frohe und gesegnete Ostern. Bruder Stefan Maria, Kapuzinerkloster Liebfrauen, Frankfurt. Aurum, dein Impuls am Sonntag.